Soundtales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Oh, Entschuldigung, das war das falsche Skript. Moment. Steel ist der Nickname eines Polizisten aus Deutschland. Er versieht seinen Dienst in einer Leitstelle und ist für die Annahme und Bearbeitung von Notrufen zuständig. Die Namen von Personen und Städten in dem folgenden Hörspiel wurden verändert, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Die Dialoge jedoch beruhen auf echten Notrufen und sind so wörtlich wie möglich wiedergegeben. Das Internet ist ein unerschöpflicher Quell an Informationen. Dank Laptops, Tablet-PCs und Smartphones steht es außerdem nahezu überall fast allen zur Verfügung. Die gewünschten Informationen aber zu finden und Richtiges von Falschem zu unterscheiden, ist nicht immer ganz einfach. Phil, kannst du den nehmen? Nee, geht grad nicht. Ich muss einen Arzt für eine Blutprobe anfordern. Okay. Polizeinotruf. Guten Abend. Ich habe jetzt den ganzen Abend im Internet recherchiert und mich informiert. Bitte verbinden Sie mich mit dem ADAC-Hubschrauber. Nanu, hat sie sich verwählt? Sie haben aber jetzt den Polizeinotruf gewählt. Ja, sicher. Im Internet steht, dass man die 110 oder die 112 wählen soll. Dort kann man sich dann direkt zum Hubschrauber verbinden lassen. Das hätte uns das Internet aber auch mal sagen müssen. Das tut mir leid. Das ist so nicht richtig. Für die Rettungsleitstelle möchte ich nicht sprechen, aber über den Polizeinotruf bekommen Sie keine Verbindung zu einem Hubschrauber. Ja, aber da muss ja was gemacht werden. Mein Bruder ist im Ausland in einem Krankenhaus. Ich will aber, dass er hier behandelt wird. Da muss der ADAC den doch herfliegen. Ja, dann rufen Sie auch erstmal so beim ADAC an. Den ADAC? Ja. Aber können Sie mich da verbinden? Na, sag mal. Hauptsache verbinden, oder was? Nee, tut mir leid. Da müssen Sie direkt anrufen. Aber wo bekomme ich denn die Nummer her? Na, auch die könnten Sie zum Beispiel im Internet. Nee, da steht nichts. Die Nummer ist dann nirgendwo erwähnt. Normalerweise bin ich es, der von Notrufen gequält wird. Ungewöhnlich ist es, wenn der Anrufer völlig verzweifelt ist, weil er mich angerufen hat. Eines Abends im Juli 2011, 3 Uhr. Pass auf, nimm du den Notruf an und ich hol uns einen Kaffee. Wie wär's? Okay. Polizeinotruf. Hallo? Ich wohne auf der Wiesenstraße 19. Mein Freund auf der Wiesenstraße 16. Und ich war eben Wiesenstraße 19. Und ich will jetzt wieder zu 16. Und ich komme nicht rein. Also, Sie wohnen auf der Wiesenstraße 19? Nein. Ich wohne auf der Wiesenstraße 16 und
Oh Mann, ich will keine Polizei. Okay, Entschuldigung. Wiesenstraße 16 wohnen Sie. Und da sind Sie jetzt auch? Ich will keine Polizei. Ich will keine Polizei. Ich will keine Polizei. Oh Mann. Jetzt ist es schon so spät und ich habe keine Jacke an. Und ich muss morgen doch zur Arbeit. Oh Mann, ich will keine Polizei. Aber der hat doch meinen Schlüssel und... Oh, ich will keine Polizei. Ja, Sie müssen mich ja nicht anrufen, wenn Ihnen das so viel Kummer macht. Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich will keine Polizei, aber ich muss doch jetzt rein. Ja, wo ist denn Ihr Schlüssel? Ich will keine Polizei. Der Schlüssel ist weg. So, und wer hat einen Zweitschlüssel? Ich will keine Polizei. Mann, ey, mitten in der Nacht, scheiße. Mann, ich will keine Polizei, ich will keine Polizei. Oh ja, soll ich auflegen? Nein! Sie sollen die Tür aufbrechen. Nee. Also wenn niemand einen Zweitschlüssel hat und Sie den anderen auch nicht mehr haben, dann muss Ihnen ein Schlüsseldienst die Tür öffnen. Aber wir sind die Polizei. Wir öffnen keine Türen. Ich will keine Polizei. Und ich habe Hunger. Oh ja. Und ich bin müde. Aber das bringt uns jetzt alles nicht weiter, ne? Ich will keine Polizei. Ich... Ach, da kommen ja... Oh, dann können die vielleicht... Ach, schon gut. Ob die jetzt gar keine Polizei wollte? In den James-Bond-Filmen geht es um Verbrechen, Geheimagenten und Erotik. Ihr denkt, diese Welt gibt es nur im Kino? Nein. All diese Sachen geschehen wirklich. Jetzt. Hier. Naja, zumindest in dem folgenden Dialog, der für mich zunächst nach Fahrraddiebstahl klang. So, meine Ablösung ist da. Ich bin dann mal weg. Bis morgen. Oh, hast du es gut. Schönen Feierabend wünsche ich. Polizeinotruf. Capucci Salem. Mein Fahrrad ist weg. Ja, wo war es denn zuletzt? Das war gestern. Ich habe es zuletzt gestern, bevor ich bei Ihnen ausgenüchtert habe, am Bahnhof. Ich habe es abgeschlossen. Security. Es war jetzt, also es war abgeschlossen, aber nicht so ganz. Also in Münster hatte ich ein dickeres Schloss. Also es war nicht so dick wie mein Schwanz, aber es war noch immer sehr dick. Hä? Habe ich mich da verhört? Nicht so dick wie Ihr Schwanz? Ja, mein Schwanz hat eine größere, ich habe zwar nicht so den ganz langen Schwanz, aber mein Umfang ist sehr groß. Aha. Und darüber möchten Sie mir jetzt etwas erzählen? Nein, nein, es geht um mein Fahrrad. Gut, dann bleiben wir mal dabei. Denn mit Ihrer Schwanzgröße kann ich in dem Zusammenhang überhaupt nichts anfangen. Mein Schwanz ist, meine Schwanzgröße ist 18,7 cm lang. Puh, ja, gut. Jetzt weiß ich es ganz genau, aber mit dem Fahrrad hat das immer noch nichts zu tun, ne? Nee, nee, eben nicht. Aber wo ist mein Fahrrad? Das hat Felgen, die sind sehr teuer. Das ist da, wo Airline anfängt. Die sind locker 600 Euro wert. Auf dem Schwarzmarkt, das sind Profifelgen. So,
Sie kennen sich ja gut aus mit Schwarzmarktpreisen. Ja, hallo? Ich arbeite beim Geheimdienst. Da kennt man sich bei manchen Sachen sehr gut aus. Beim Geheimdienst sind Sie? Ja. Jetzt wird die Sache richtig spannend. Ein Geheimagent. Und mir haben Sie das verraten. Das ist kein Problem. Wir sind ja Kollegen. Nachdem ihr mich ja am Mittwoch in Düsseldorf zusammengeschlagen habt, können wir... also ich tue euch ja nichts. Ja? Ich könnte die EK anrufen und... also der Gedanke ist falsch verflogen. Bringt nichts. Nee, das bringt wirklich alles nichts. Ja, ich wollte zur Arbeit fahren. Ich muss Amtshilfe fürs BKA machen. Ja, jetzt ist alles klar. Dann helfen Sie erstmal dem BKA. Ja, gut. Das Fahrrad hat aber einen sehr hohen idealistischen Wert. Damit habe ich meine ganze Studienzeit durchlebt. Und ich bin immer zur Arbeit gefahren. Ich würde sagen, eine Hand wäscht die andere. Wenn Sie jetzt dem BKA helfen, dann können die doch sicher im Anschluss nach Ihrem Fahrrad suchen. Hm? Was meinen Sie? Ja, klar. Dann muss ich auch los. Einen schönen Tag noch. Es sprachen und spielten Intro Werner Wilkening, Stil Frank Schmidt, Leitstellenpolizist Phil Philipp Gorges, Keine Polizeifrau Lilly Hidomi, Internetfrau Kerstin Rapphahn, Geheimagent Björn Brüggemann, Credits Werner Wilkening, Jingle Anja Südel, Idee und Buch Stil, Hörspieladaption Frank Schmidt, Lektorat Philipp Gorges, Schnitt, Regie und Sounddesign Frank Schmidt, Musik Bernhard Schlacks und Hartmut Breuer, Sounds Freesound.org, technische Beratung und Unterstützung Philipp Gorges, Coverdesign Herbert Ahnen. Dieses Hörspiel entstand mit freundlicher Genehmigung von Stihl und dem Pieper Verlag. Eine Produktion von Soundtales Productions aus dem Jahr 2012. Macht mit bei unseren Hörspielen. Klickt auf www.soundtalesproductions.de. Ja, Salem Capucci nochmal. Also, die Credits waren ja nicht so lang, gell? Also nicht so lang wie mein, Fahrrad, ja? Aber mein Name wurde auch gar nicht genannt, ey. Aber gut, ich bin ja auch Geheimagent.